Hi Leute, Felix hier vom Autopflegeshop. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute im Video geht es um die zwei kleinen Maschinen, Poliermaschinen aus dem Probereich. Na, ich wollte das Video schon lange machen, aber habe das immer verschoben, weil da andere Themen noch immer dazwischen kamen. Aber jetzt habe ich mir Zeit genommen und will euch das mal zeigen. Und zwar geht es um die zwei 75 mm Maschinen, einmal von Flex und einmal von Rupes. Und es ist so, wenn ihr euch professionell mit Autopflege beschäftigt und euch mit Maschinen beschäftigt, dann werdet ihr irgendwann mal auf die 75 mm kommen, weil ihr eine kleinere Maschine benötigt oder beziehungsweise einen kleineren Teller benötigt. Und bei den Profimaschinen ist das so, dass der Teller nicht gewechselt wird. Ne? Also wenn ihr jetzt eine LHR 15 kauft, dann hat die einen 125 mm Teller und den könnt ihr nicht wechseln auf einen 75 mm Teller, sondern es gibt extra eine Maschine für den 75 mm Teller. Warum ist das so? Weil wir im Probereich sind und im Probereich sind zwei Sachen. Einmal müssen die Sachen lange halten oder extreme Belastung aushalten. Das heißt also, wenn jemand professionell so eine Maschine kauft, dann poliert er halt von morgens bis abends und dann jeden Tag, Samstag, vielleicht Wochenende durch und so weiter. Und die Maschine muss das aushalten. Ja? Das ist der eine Grund. Also die Maschine muss komplett so gebaut sein, so ausgewuchtet sein, dass die lange das Ganze durchhält. Und zum Zweiten ist natürlich der Zeitfaktor bei den Pros ein Riesenproblem. Und zwar verschwende ich extrem viel Zeit, wenn ich jetzt hier immer wieder, ja, da muss ich noch was polieren, immer wieder bei der großen Maschine jetzt einen Teller austauschen würde. Ne? Da müsste ich hin und her tauschen und so weiter und das würde viel zu lange dauern. Deswegen gibt es da extra 75 mm Maschinen. So, jetzt kommt immer wieder die Frage, soll ich mir jetzt eine Flex kaufen, die XFE, also die Baby XFE, oder soll ich mir die 75 LHR75E kaufen? Und ich möchte euch gerne die Maschinen vorstellen und zum Schluss möchte ich, dass das Ganze euch ein bisschen hilft bei eurer Entscheidung, welche Maschine für euch die bessere ist. So, jetzt die Maschinen nebeneinander. Man sieht das schon, wenn ich die jetzt so nebeneinander lege. Die sind hier oben ein bisschen unterschiedlich vom Design her, aber man sieht so ein bisschen, dass die Rupes etwas kleiner ist. Ne? Und vom Design unterscheidet sich, also Lüftungslöcher sind so fast an denselben Stellen. Vom Design her sind die ähnlich, aber doch ein bisschen unterschiedlich. Die Rupes ist etwas dicker, so der Griff, also die Maschine selber, und die Flex ist ein bisschen dünner. Flex ist so schwarz-rot Design und das hier bleibt immer so schwarz-weiß, wie man sonst auch von Rupes kennt. So, aber kommen wir nochmal zu den Unterschieden. Der wesentliche Unterschied ist einmal dieser Starterknopf, ne? Und bei der Flex ist das halt seitlich, ne? Man hat das auf der linken Seite, bei Rupes ist das oben. Das ist jetzt je nachdem, wenn man jetzt die Maschine jetzt in der linken Hand hält, ne, kann man die hier nicht mehr ausmachen. Man muss einmal umgreifen und hier ausmachen. Bei Rupes, wenn der Schalter jetzt hier oben ist, dann kann man sowohl in der linken Hand die Maschine ausmachen, wie auch in der rechten Hand. Also klarer Vorteil. Aber der Starterknopf selbst ist auch ein bisschen anders gestaltet. Also hier ist einmal die Flex-Version. Und zwar müsst ihr, wenn ihr die Flex anmachen wollt, diesen Schalter, hier sieht man es, einmal kippen, dann nach vorne schieben und dann nach vorne kippen. Dann bleibt das eingerastet, wenn ihr das ausmachen wollt, einmal drauf drücken, dann springt das Ding zurück. Man kann den Schalter jetzt mit dem Daumen nicht einfach nach vorne schieben, da ist das gesperrt. Also das ist geschützt gegen irgendwie versehentliches Anmachen oder so. Na, also ihr müsst das einmal drauf drücken, nach vorne schieben, nach vorne kippen. Während man bei Rupes hat, eine andere Lösung hat, na, der ist hier vorne so ein bisschen dicker aufgebaut, ne, und das, hier hinten ist das Ganze gummiert und man kann es genauso anmachen, also nach innen quasi eindrücken, nach vorne schieben, dann nach vorne kippen und dann auch genauso lösen, aber man kann auch mit einem Daumen diesen Schalter einfach nach vorne schieben. Der rastet dann auch sofort automatisch ein, ja, und dann zum Lösen, ne? Also es ist ein kleiner minimaler Unterschied, aber von der Bedienung her ist das um einiges komfortabler, ne? Ich kann die Maschine einfach jetzt so einfach viel, viel schneller, viel bequemer anmachen als mit diesem hier, weil ich kann den nicht nach vorne einfach so schieben. Das heißt, ich muss hier schon mal, ja, draufdrücken, nach vorne schieben, kippen. Das ist ein bisschen umständlicher. So, das ist der eine Unterschied. Der zweite wesentliche Unterschied ist halt dieser Kopfaufbau, ne? Bei Rupes gibt es hier so ein Gummi, was so ein bisschen hervorsteht. Das ist einmal dazu da, um die Maschine jetzt so auf dem Rücken abzulegen. Bei der Flex ist das komplett gummiert, ne? Und diese beiden Huckel, die sind quasi in diese Haube eingearbeitet
und da rollt auch nichts zur Seite. Ne? Jetzt ist das immer so eine Geschmacksfrage halt, ob man das Ganze hier, das Ganze ist hier aus Kunststoff, hier ist das Ganze gummiert und das Logo Bigfoot ist gummiert und diese Streifen hier sind komplett aus Gummi. Das ist weißes Gummi, das ist nicht gedruckt. Ne? Eigentlich macht man das ja so, dass die kleine Maschine in der einen Hand gehalten wird, ne, und mit der zweiten Hand einfach nur geführt wird. Ne? Also man muss die hier nicht irgendwie festhalten, großartig so. Also das, diese Hand macht dann halt die ganze Arbeit, oder wenn ihr dann rechts poliert, dann halt so. Ne? Und mit dieser Hand, die legt ihr einfach oben drauf und dann führt die Maschine. Ne? Ist immer so eine Geschmackssache, ob man jetzt hier sich an einem Gummi jetzt festhält mit dem Daumen oder ob das hier so alles glatt ist, ne, und man ja die Hand jetzt einfach jetzt irgendwie, ja, so auflegt. Das ist wahrscheinlich eher so ein bisschen Geschmackssache, sag ich mal. So, dritte Sache, was sich wesentlich unterscheidet, die Flexmaschine, die XFE, die hat eine Kabellänge von 4 Metern und die Rupes, die hat eine Kabellänge von 9 Metern. Das ist natürlich ja, mit der Rupes dann wesentlich komfortabler zu arbeiten, weil man dann nicht extra nochmal so eine Verlängerung benötigt. Bei der Flex bei 4 Metern, da müsst ihr verlängern, da schafft ihr das nicht, das Fahrzeug jetzt komplett ohne Verlängerung zu polieren. Das ist ein bisschen komfortabler. Zudem ist das Kabel hier bei der Flex etwas dünner. Ich hoffe, das könnt ihr, wartet mal, ich halte das mal so in die Cam. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. Also das hier ist das Kabel von der Flex und das hier von der Rupes. Ne? Also es ist um einiges dicker. Ich habe mal nachgemessen, so circa 8 mm und der ist irgendwo bei 6,8. Was ich schade finde, dass nicht das Kabel genutzt worden ist bei der Flex von der großen XFE. Ich habe hier eine liegen, ich zeige es euch, wartet mal kurz. Also so eins, so ein Hochglanzrot, ne? Den fand ich wirklich super, weil der hat sich nicht irgendwie verheddert oder so, ne? Da war es also richtig, richtig stabil und sah richtig cool aus. Ne? Hat man hier nicht verbaut, schade, das ist jetzt so ein ganz normaler schwarzes Kabel. Tja, man kann nicht alles haben. So, wo sind wir jetzt? Bei der vierten Sache, bei der vierten Sache, die sich wesentlich unterscheidet, ist hier das Rad zum Einstellen der Geschwindigkeit. Bei der Flex ist das jetzt in der Mitte, ja, was ich wesentlich besser finde. Und das ist dann halt quer. Ihr könnt die Zahlen ganz normal ablesen. Also wenn ihr das in der rechten Hand haltet, ne, und poliert, dann könnt ihr die nach vorne kippen und die Geschwindigkeit einstellen. Die geht von 1 bis 6. Und das funktioniert natürlich auch in der linken Hand, dann könnt ihr mit der rechten Hand das Rädchen hier drehen, von 1 auf 6. So, bei der Rupes ist das Ganze ein bisschen anders gelöst und zwar befindet sich das Rädchen hier unter dem Kabel und das Ganze ist geneigt. Also das ist schon, fast schon, sieht schon so aus, als ob das Ganze so ausgelegt ist, dass ihr die Maschine in der linken Hand hält. Mit der rechten Hand halt jeder das Ganze quasi führt. Ne? Und wenn ihr die Geschwindigkeit verstellen wollt, dann müsst ihr die Maschine einmal so zur Seite kippen. Ja? Dann habt ihr hier das Rädchen und das ist quasi, wird dann seitlich angezeigt. Also wenn ich jetzt in der linken Hand so nach links kippe, dann kann ich hier die Geschwindigkeit verstellen, wieder 1 von 1 bis 6. Ne? Und ich kann das auch ganz normal so ablesen. Während wenn ich das mit der rechten Hand festhalte und zur Seite kippe, das Ganze auf dem Kopf ist. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Ja, dann habe ich die ganzen Zahlen hier auf dem Kopf. Wenn ich die jetzt so nach vorne kippe, dann habe ich die Zahlen seitlich. Also es ist schon irgendwie so gemacht, dass man es quasi so zur Seite kippt. Ne? Und dann könnt ihr das Ganze hier ablesen, wieder weiter polieren, einstellen, wieder weiter polieren. Was jetzt besser ist, ja, müsst ihr selber entscheiden. Ich finde diese Lösung besser, weil die halt variabler ist. Ne? Ihr seht sofort, welche Geschwindigkeit da eingestellt ist. Und ihr müsst die Maschine nicht extra nochmal kippen, während man hier immer so ein bisschen kippen muss. Ja, beide haben einen 75 mm Teller, beide haben das Ganze verschraubt mit einer einzigen Schraube. Die ist auch nicht, man kann den Teller auswechseln gegen einen neuen 75, falls der mal irgendwie beschädigt wird. Aber man kann hier keine andere Größe hier einsetzen, keine 50 mm oder noch kleiner oder größer. Ne? So, von der Leistung. Die Maschinen sind beide natürlich Excenter-Maschinen, ne, und haben eine Leistung von, einen Hub von 12 mm. Und bei den Zahlen, bei den Umdrehungen, ist das hier angegeben bei der Flex 3600 bis 10.800 pro Minute. Das ist aber Leerlauf-Hub-Geschwindigkeit. Ne? Das sind nicht die Umdrehungen, weil bei der Rupes sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Hier sind die Umdrehungen angegeben. Die Maschine macht von 4.000 bis 5.500 Umdrehungen pro Minute. Das heißt also, wenn ihr die Stufe 1 anmacht, seid ihr bei 4.000. Wenn ihr das Ganze volle Pulle auf die Stufe 6
hochschaltet, dann seid ihr bei 5500 Umdrehungen. Bei der Flex, wie gesagt, ist das die Hubgeschwindigkeit. Die Umdrehungen, da müsst ihr ungefähr die Hälfte nehmen. Das ist also 1800 bis 5500. Also maximal laufen die Maschinen mit der gleichen Drehzahl. Nur ist das so, dass die Flexen da eine höhere Range hat. Man kann also von 1800 bis 5500, also Stufe 6, das Ganze regeln. Bei der Rupes ist das Ganze, wie gesagt, von 4 bis 5500, habt ihr eine kleinere Range. Aber ihr werdet wahrscheinlich die Maschine sowieso zwischen 4 bis 5500 Umdrehungen nutzen, es sei denn, ihr verteilt hier das Ganze ein bisschen mit der langsameren Geschwindigkeit, also die Politur zum Verteilen, oder ihr habt da irgendwelche Lacke zum Polieren, die wirklich extrem jetzt empfindlich sind, oder dass die Geschwindigkeit jetzt runtergedreht werden muss. Ne? So, ja, so sehen die beiden Maschinen aus. Also Leistungsaufnahme, die Maschine ist angegeben mit 710 Watt. Die Rupes, ich habe das jetzt nicht geprüft, die ist hier angegeben mit 400 Watt. Ich gehe davon aus, dass die Leistungsaufnahme ist, also 400 Watt. Das wäre dann natürlich um einiges sparsamer, die Maschine, weil die Übersetzung dann halt anders ist. Ist natürlich, wenn man das Ganze jetzt auf ein Jahr ausrechnet, kann man auch gucken, dass das... wenn ihr jetzt den ganzen Tag rumpolieren seid, dass die Rupes-Maschine sparsamer läuft als die Flex. Ne? Vom Geräuschpegel ist die Flex um einiges leiser. Ich habe das jetzt beides jetzt auf Stufe 6 aufgedreht. Ich mache das mal an. Ich hoffe, ihr könnt den Unterschied hören über das Mikro. Aber wenn ich die beide jetzt nebeneinander anmache, dann hört man schon, dass die Flex um einiges leiser ist. Also jetzt 5500 Umdrehungen. Die Flex und das ist hier 5500 Umdrehungen Rupes. So, die Flex kann aber auch noch leiser, wenn ich die runterdrehe jetzt auf Stufe 1, das wären dann 1800 Umdrehungen. Ja. Aber die dreht dann natürlich dementsprechend leiser, ne? Langsamer. Wenn ich die Rupes einmal anmache, dann ist das bei 4000 Umdrehungen, das ist das Doppelte, über das Doppelte. So. Ja, vom Einsatzzweck würde ich sagen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, da würde ich die Flex eher für den Finish-Bereich einstufen und die Rupes eher, wenn ihr jetzt mit der Accenta ja, Korrekturen vornehmen wollt, also wenn ihr jetzt mehr cutten wollt, dann würde ich eher die zu Rupes raten, und wenn ihr jetzt Finishing-Arbeiten machen wollt mit der kleinen Maschine, da würde ich dann eher die Flex nehmen, also als eine der Kriterien. Ne? Wie gesagt, ihr müsst dann für euch selbst das Ganze mal angucken und gucken, was für euch jetzt am wichtigsten ist, und darauf hier irgendwie die Entscheidung aufbauen, welche Maschine für euch die bessere Wahl ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, gebt einen Daumen hoch. Abonniert unseren Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr Fragen habt zu den Maschinen, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Werde ich euch alles beantworten. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis demnächst.